So, hallo und willkommen zurück zum neuen Video. Das ist auch das letzte Level aus diesem Teil. Aber es werden natürlich noch die weiteren Tutorials kommen zu den nächsten Programmierteilen. Ich habe gesehen, es gibt noch einen zweiten Teil. Und wenn wir den durch haben, gucke ich mal, was wir als nächstes machen. Aber dann werden weitere Tutorials kommen. Natürlich dann auch zu einer eigenen App. Hätte ich jetzt im letzten Video schon darauf geachtet, dass das das letzte Level ist, hätte ich das direkt im letzten Video gemacht. Aber jetzt machen wir es einfach nochmal extra. Das heißt, das ist ein kürzeres Video, aber in den nächsten Tagen kommt dann direkt auch das neue Video zum neuen Teil. Fangen wir hier einmal an. Wir haben hier einmal ein Level, wo wir immer nach rechts gehen müssen, sobald wir Edelsteine vor uns haben, und immer, wo wir nach links gehen müssen, wenn wir auf Schaltern stehen. Das Ganze geht dann so lange, bis wir zum Schluss auf einem geschlossenen Schalter stehen. Das heißt, ich mache dafür schon mal einmal die Hauptschleife. While ein Ausrufezeichen, weil wir es so lange wiederholen wollen, wie wir nicht auf diesem Schalter stehen, ist on closed switch. Und hier können wir jetzt unseren Code ausführen. Ich mache als nächstes eine Methode, um die Edelsteine mal einzusammeln und eine Methode, um die Schalter umzulegen und natürlich dann in die andere Richtung zu gehen. Das heißt, ich mache einmal ein Function collect gem row. Da mache ich immer ein collect gem. Ein move forwards. Und dann nochmal ein collect gem. Das gleiche mache ich jetzt auch mal für die Schalter. Toggle Switch, Move Forwards, Toggle Switch. Und das Ganze muss ich jetzt hier noch einmal abfragen immer. Und zwar if is on gem. Da müssen wir zuerst einen Turn White machen. Anschließend sammeln wir unsere Juwelen ein. Und danach können wir jetzt eine Methode schreiben, dass wir so lange geradeaus gehen, bis wir blockiert sind. Dafür mache ich eine neue Funktion. Function move until blocked. Und wir machen hier ein while is blocked. Solange wir nicht blockiert sind, gehen wir immer weiter geradeaus. Das Ganze rufe ich dann hier einmal danach auf. Und danach kommt ein Turn left. Das heißt, wir haben dann immer hier diese Reihe abgeschlossen mit dem aktuellen Code. Wir prüfen zuerst, ob wir auf einem Juwel sind, drehen uns nach rechts, sammeln die beiden Juwele ein und gehen dann so lange geradeaus, bis wir vorne blockiert sind. Dann drehen wir uns wieder nach links. Das heißt, wir müssen hiernach noch einen Move Forward machen. Das schreibe ich außerhalb von der If-Abfrage, weil wir das immer machen müssen. Also wir müssen ja immer einen Schritt nach vorne gehen. Wenn wir jetzt von der Schalterreihe kommen, müssen wir einen Schritt nach vorne gehen. Und wenn wir von den Juwelen kommen, müssen wir einen Schritt nach vorne gehen. Deswegen schreibe ich das außerhalb von dem If hin. Wir können jetzt noch einen Else-Fall machen. Das ist immer dann, wenn wir auf einem Schalter stehen. Da können wir einmal abfragen. Oder nicht abfragen, sondern einmal ausführen, ein Turn left. Weil aktuell würden wir jetzt hier vorne auf dem Schalter stehen. Wir drehen uns erst nach links, machen dann unsere Methode Toggle Switch Row, um hier diese beiden umzulegen. Und gehen dann wieder so lange nach vorne, bis wir blockiert sind. Und machen dann ein Turn right. Turn right. Ich mache hier noch die Leerzeichen weg. Das Ganze können wir auch einmal ausprobieren, wie weit wir damit kommen. Natürlich müssen wir zuerst noch ein Move Forward hier machen. Move Forward. Wir sammeln die beiden Juwelen ein. Gehen jetzt so lange nach vorne, bis wir blockiert sind.
Und wir haben hier unsere Schleife aktuell verlassen. Wahrscheinlich, weil Not is on closed switch. Die Frage ist, warum kommen wir gerade aus der Schleife raus? Aber wir müssen natürlich auch fragen, ist on open switch. Das war natürlich ein Fehler von mir. Wir müssen abfragen, bis solange wir nicht auf einem offenen Schalter stehen. Sorry dafür, aber wir führen das Ganze nochmal aus. Ich lasse den Code ein bisschen schneller laufen. Und wir sehen, wir haben auch das letzte Level geschafft. Damit ein relativ kurzes Video. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Und später kommt dann auch wieder der neue Teil online aus der neuen Reihe, dann Programmieren Lernen 2. Bisher noch eine schöne Zeit und ciao, ciao.